Herzlich willkommen zum zweiten DigiTalk, dem Online-Diskussions- und Bildungsformat zu digitalen Themen im Rahmen von DigiProf. Das ist unser Weiterbildungsbereich Digitale Professionalisierung in der Erwachsenenbildung auf erwachsenenbildung.at. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind, 55 interessierte Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Ich sehe viele bekannte Namen. Ich freue mich wirklich, dass es möglich ist, jetzt an diesem Dienstagvormittag für Sie alle sich die Zeit zu nehmen. Und ich starte mit einer kurzen Vorstellung und ein paar organisatorischen Hinweisen. Mein Name ist Birgit Aschemann von Conedo und ich bin heute für die Moderation zuständig. Bedanke mich auch gleich noch einmal bei Martina Süßmeier, unserer Medientechnikerin, für das Technik-Intro. Martina wird weiterhin dabei sein, auch wenn sie sich jetzt dann gleich unsichtbar schalten wird. Wer Fragen zur Technik hat, bitte einfach im Chat stellen. Martina wird verlässlich darauf antworten. Ebenfalls möchte ich mich gleich ganz herzlich bedanken bei Karin Kulmer, unserer Medienpädagogin im Bereich DigiProf, die jetzt kurz in die Kamera gewinkt hat und im Chat dabei sein wird auch und als Moderationssupport die ganze Zeit über dabei sein wird, auch wenn sie sich dann gleich unsichtbar schalten wird. Sie ist da, sie freut sich über ihre inhaltlichen Fragen und sie wird entweder ganz kurze Antworten direkt im Chat posten, aber vor allem wird sie Fragen auch sammeln und mir später zuspielen, falls wir sie nicht gleich beantworten können. Also wenn Ihre Frage im Chat verschwindet, weil es schnell dahin geht im Chat, machen Sie sich keine Sorgen. Karin ist da, greift Ihre Frage auf und sorgt dafür, dass sie später noch besprochen wird. Ja, mein nächster Dank gilt unserem Fördergeber, dem Bildungsministerium. DigiProf und die DigiTalks werden im Rahmen von Erwachsenenbildung.at unterstützt vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ohne diese Förderung könnten die Veranstaltungen nicht stattfinden, daher einen ganz herzlichen Dank dafür. Bitte beachten Sie auch alle, dass der DigiTalk aufgezeichnet wird und veröffentlicht wird und dass Sie durch Ihre Anmeldung schon Ihre Einwilligung dazu gegeben haben. Die Aufzeichnung läuft auch bereits, also falls das noch irgendjemandem nicht recht sein sollte, könnte man eigentlich, müsste man notfalls sogar den Raum verlassen. Also die Aufzeichnung ist einfach notwendig für unsere Weiterverarbeitung und auch damit die Kolleginnen, die am Dienstagvormittag keine Zeit haben, jetzt wirklich dann auch noch die Chance haben, die Veranstaltung nachträglich anzuschauen. Wir haben heute eine eineinhalbstündige Online-Veranstaltung und eben den Themenschwerpunkt Brückenformate und wir werden uns drei Brückenformate zwischen digitalem und analogem Raum genauer anschauen. Ich werde kurz die Personen vorstellen und dann werden unsere Experten, Expertinnen am Podium die Formate selber kurz hintereinander eben vorstellen und zwischen diesen Präsentationen möchten wir eigentlich nur Verständnisfragen beantworten. Alle anderen Fragen möchten wir aufheben für den zweiten Teil dieses DigiTalks. Der zweite Teil des DigiTalks wird nämlich der gemeinsamen Diskussion gewidmet sein. Also es wird jetzt eher so knapp hintereinander diese drei Präsentationen geben und dazwischen die Chance, Verständnisfragen zu beantworten. Sie haben als Teilnehmer, Teilnehmerin mehrere Möglichkeiten da zu kommunizieren. Sie können eben im Chat Fragen stellen, Kommentare posten. Wir greifen das auf. Sie können sich an den Umfragen beteiligen. Sie sehen ja schon, es sind zwei Umfragen bereits sichtbar. Wir freuen uns, wenn Sie da mitmachen. Also das hilft uns einfach auch in der Kommunikation mit so einer großen Gruppe, einen Eindruck zu bekommen davon, wo Sie, wer Sie sind, wie Sie unterwegs sind, was Sie denken zu den jeweiligen Fragen. Es wird insgesamt vier Umfragen geben. Die letzte Umfrage wird sich auf die Teilnahmebestätigung beziehen. Es ist ja so, dass Sie die Möglichkeit bekommen, für die Teilnahme an diesem DigiTalk eine Bestätigung zu erhalten. Das ist natürlich an Ihre Anwesenheit gebunden und daher werden wir später im Verlauf des DigiTalks eine Frage dazu stellen und diese Frage müssten Sie dann bitte beantworten, um auch die Bestätigung bekommen zu können. Was noch wichtig ist vielleicht für die Teilnahmebestätigung, wenn Sie die Teilnahmebestätigung wollen, müssten Sie bitte mit Ihrem echten Namen heute hier da sein. Ich sehe aber, wenn ich mir das so anschaue, lauter oder überwiegend ohnehin die Klarnamen, mit denen Sie sich hier angemeldet haben. Genau.
Wir werden jetzt dann die beiden eingeblendeten Umfragen auch schon langsam wieder beenden. Ich zähle jetzt noch einmal von 5 bis 0 herunter und bitte dann Martina, dass sie die beiden Umfragen auch wieder stoppt. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitte nicht mehr abstimmen oder nicht mehr antworten. Vielen lieben Dank. Wir sehen jetzt schon, dass wir diesmal sehr viele Bildungsmanager und Bildungsmanagerinnen dabei haben, was ja kein Wunder ist, wenn es um Formate geht. Ja, also wir haben über 50% Bildungsmanager und Bildungsmanagerinnen dabei, auch ungefähr, ja, also insgesamt 20%, die Kursleitend sind oder selbstständig in der Erwachsenenbildung, aber auch 23% sonstige, ja. Also ganz herzlich willkommen noch einmal. Ich denke, Sie sind im richtigen Film, wenn ich mir so anschaue, was Sie beruflich machen nach dieser Abstimmung. Und gehe dazu über, jetzt einfach unsere Gäste zu begrüßen. Und möchte ich Martina bitten, die Umfragen inzwischen auch wieder auszublenden. Es geht halt um Brückenformate. Und ich freue mich, dass wir hier fürs Podium eine Reihe interessanter Gäste und Expertinnen gewinnen konnten, nämlich Max Welter, Simone Müller, die kurzfristig verhinderte Julia Schindler in der Diskussion vertreten wird, und David Rödler, der sonst üblicherweise ja selber Webinare moderiert und diesmal in der Rolle als Teilnehmer am Podium ist. Und ganz kurz nur zu den dreien hier. Max Welter ist aus Berlin zugeschaltet zu uns. Er ist Referent für Personal- und Organisationsentwicklung bei der COS GmbH und hat uns hier zwei interessante Links eingeblendet zu Projekten, die er zurzeit auch durchführt, wo es um Qualifizierung von Erwachsenenbildnern, Erwachsenenbildnerinnen, Professionalitätsentwicklung geht, und im zweiten Projekt auch um das berufsbezogene Lernen, also um Weiterbildungen im betrieblichen Kontext und die Digitalisierung und wie sie dort genutzt werden kann. Er wird heute ein spannendes Brückenformat vorstellen, nämlich das Social Blended Learning oder eben auch Learning Lab, wie das in einem ganz konkreten Anwendungsfall bei ihm dann heißt. Vorstellen darf ich auch Julia Schindler, obwohl sie nicht persönlich anwesend sein kann heute. Sie ist eben kurzfristig verhindert. Sie ist Trainerin und Educational Designer für die Abteilung Digitale Medien und Lerntechnologien an der Universität Innsbruck und hat langjährige Erfahrung als Basisbildnerin im Bereich digitale Kompetenzen. Sie wird ein sehr spannendes Format auch vorstellen, das sie selber entwickelt hat, nämlich die Micro-Challenges. Und sie wird in der Podiumsdiskussion vertreten werden durch Simone Müller, die Mitarbeiterin bei Conedo ist im Bereich digitale Professionalisierung und die in diesem Jahr 2019 mit Julia gemeinsam schon in mehreren Bildungsangeboten zusammengearbeitet hat, wo diese Micro-Challenges eingesetzt wurden. Wir haben das Glück, mit Simone eine Kollegin bei uns zu haben, die wirklich auch aus Erfahrung sprechen kann und Fragen beantworten kann und diskutieren kann zum Thema dieser Brückenformate. Sie ist eben Online-Redakteurin und medienpädagogische Assistentin bei uns. Und schließlich begrüße ich eben David, der ganz bescheiden auf seinen Steckbrief geschrieben hat, er macht irgendwas mit Bildung. Dieses Irgendwas ist uns in den letzten 20 Jahren schon häufig aufgefallen, denn häufig ist es irgendwas mit Webinaren, und daher kennen dich, glaube ich, ganz, ganz viele. Du hast, David, viel Erfahrung mit digitalen Formaten in der Erwachsenenbildung. David ist auch in der universitären Lehre tätig, auch in MOOCs, auch mit uns zusammen eben auch in MOOCs tätig und neuerdings mit Virtual Reality ganz stark befasst und stellt uns heute Brückenformate vor. Das ist eine Spezialanwendung der Webinartechnologien, Videokonferenztechnologien, die wir dann eben später kennenlernen werden. Wir werden das jetzt so machen, dass noch ganz kurz wir uns anschauen wollen, was wir über die Brückenformate uns eigentlich gedacht haben. Ja, was heißt hier eigentlich Brückenformate? Warum überhaupt Brückenformate? Wir haben uns in letzter Zeit immer wieder
mit der Frage befasst. Wir sind immer wieder auf die Frage gestoßen, wie getrennt sind denn diese Welten noch, die digitale und die analoge Welt? Braucht es hier vielleicht Brücken? Ist das etwas, was schon gut verbunden ist? Wir beobachten immer wieder, dass das doch, also Bildung analog und digital zum Teil noch recht unverbunden nebeneinander steht. Ja, es beschäftigt uns immer mehr die Frage, wie kann man das verbinden? Was gibt es da auch zu überbrücken? Und wo braucht es da Brücken vielleicht zwischen gewohnten und ungewohnten Lernsituationen? Vielleicht gilt es auch Zeiten zu überbrücken, gemeinsame Gruppenzeiten oder Eigenzeit, vielleicht auch Orte, gemeinsamer Ort, eigener Ort. Also diese Arten von Brücken beschäftigen uns heute, Brücken zwischen Gewohnheiten, Räumen, Zeiten oder Sozialformen. Und mich würde an dieser Stelle ganz stark interessieren, woran denken denn Sie, wenn Sie diese Brückenformate hören in der Ankündigung zum Webinar? Und hier möchte ich dich, Martina, bitten, unsere zweite Umfrage, die ja schon ausgefüllt worden ist. Brückenformate, woran denken Sie, wenn Sie Brückenformate hören, noch einmal einzublenden? Und dann sehen wir da hier, das finde ich ganz spannend. Ah ja, Sie denken schon ganz stark an Brücken zwischen unterschiedlichen Lern- und Arbeitsgewohnheiten. Ne? Schon auch zwischen unterschiedlichen Orten. Ja? Brücken zwischen unterschiedlichen Orten, die ja mit digitalen Medien gut überbrückt werden können. Aber auch eben zwischen unterschiedlichen Lerngewohnheiten. Ja? Ich denke, es geht ganz stark in die Richtung, in die auch unsere Referenten, Referentinnen gedacht haben. Aber das hören wir uns jetzt einfach am besten direkt selber an. Ich möchte jetzt einfach Max bitten, schon zu starten mit seiner Präsentation, und wir anderen ziehen uns in dieser Zeit da auch jetzt mal hinter den Vorhang zurück, damit sich alle gut auf deine Präsentation, Max, konzentrieren können. Vorher möchte ich noch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen im Publikum, auf eine Kleinigkeit hinweisen. Ja? Sie haben da hier über dem Folienfenster, wo Max schon sein erstes Fenster eingeblendet hat, vier so kleine Pfeiler, die auseinandergehen. Dort könnten Sie Ihr Bild ja nur für sich auf Vollbild stellen. Wenn Sie das möchten von zu Hause und Sie möchten die Präsentation ganz groß sehen, dann klicken Sie auf diese vier kleinen Pfeile über Ihrer Präsentationsfolie. Wenn Sie da draufklicken, Sie ändern damit nur Ihre Ansicht natürlich und nicht die Gesamtansicht, dann sehen Sie das im Vollbild. Ansonsten ziehe ich mich da jetzt auch zurück und bitte dich, lieber Max, uns ein bisschen was zu erzählen über das erste Brückenformat. Ja, hallo Birgit, vielen Dank für die nette Einführung. Könnt ihr mich alle hören? Ist alles in Ordnung mit meiner Technik? Passt, gell? Ihr seid jetzt wahrscheinlich stumm geschaltet, deshalb, wenn ich nichts höre, mache ich einfach weiter, genau. Okay. Der erste Beitrag heute zum Thema Brücken ist ein Format, was wir bei der COS GmbH konzipiert haben, mittlerweile durchführen und zu dem wir auch schon erste Ergebnisse haben, das sogenannte Learning Lab. Das Learning Lab ist eine Weiterbildungsreihe, ein Weiterbildungsangebot zum Thema methodisch-didaktische Architekturen für zeitgemäße Lernprozesse. Im Titel steckt eigentlich schon relativ viel drin. Es geht um eine Lernarchitektur, und zwar mit dem Ziel, zeitgemäße Herausforderungen für Bildungsorganisationen abzubilden und einzufangen. Und was ich genau damit meine, zeige ich Ihnen allen jetzt. Ja, was ist das Learning Lab? Ich habe schon kurz gesagt, es ist eben ein Weiterbildungskonzept für Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner. Das heißt, wir versuchen uns die Frage zu stellen und die Frage auch zu beantworten, wie müssen Lernarchitekturen aussehen vor den Herausforderungen der digitalen Transformation, des digitalen Wandels, und was ist eigentlich Aufgabe von Bildungseinrichtungen, um diese Herausforderungen gut einfangen zu können und beantworten zu können. Das heißt, die Ausgangslage ist ein Stück weit die, das Männchen sind wir alle vielleicht, wenn ich das richtig verfolgen konnte, jetzt in der Vorstellungsrunde gehören wir ja alle irgendwie in diesem Bereich. Das heißt,
Wir stellen uns die Frage, was sind die Veränderungen durch die Digitalisierung? Also wir wissen mittlerweile, es verändert sich sehr viel. Es ist ein gesellschaftlicher Transformationsprozess. Die Arbeitsmärkte verändern sich, unsere Jobprofile verändern sich. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir lernen, wie wir arbeiten, verändert sich. Wir stellen uns dann die Frage, gut, wenn das so der Fall ist, was passiert denn da mit unseren Lernprozessen? In welcher Art und Weise verändern die sich denn? Synchron, asynchron, was ist mit unserer Art und Weise zu kommunizieren, mit Fragen des Wissensmanagements und der Lernzielerreichung? Und eine Frage, die sich auch daran anschließt, ist die nach den sogenannten digitalen Kompetenzen. Digital habe ich in Klammern gesetzt, weil wir der Meinung sind, dass Kompetenzen nicht unbedingt digital sind. Wir sind Menschen, wir haben keine digitalen Kompetenzen. Aber das ist nun mal das Schlagwort, was sich durchgesetzt hat und unter dem wir auch sofort eigentlich verstehen, was damit gemeint ist. Ein besserer Begriff wäre wahrscheinlich Kompetenzen für die Gestaltung des digitalen Wandels. Aber welche brauche ich jetzt als Erwachsenenbildner, als Erwachsenenbildnerin und als Erwachsenenbildner? Reicht es, wenn ich mein Smartboard bedienen kann oder wenn ich weiß, wie der Beamer an- und ausgeht, oder es steckt da noch mehr dahinter? Und dann die letzte Frage, die sich unser Männchen hier stellt, wo soll ich denn jetzt überhaupt anfangen? Irgendwie ist alles zu viel und ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Das war zumindest die Ausgangslage. Dann haben wir losgelegt und gesagt, okay, digitale Kompetenzen. Auch dort gibt es mittlerweile viele Studien, es gibt viele Modelle und Konzepte und was überall klar wird und vor allem auch in der Frage nach berufsübergreifenden Kompetenzen klar wird. Neben Geschichten wie Datenschutz und Datensicherheit, IKT-Kompetenzen oder Kompetenzen im Bereich Systeme und Prozesse, ist schon auch deutlich, dass wir auf der Ebene der personalen Kompetenzen unglaublich gefordert werden, um mit den Herausforderungen der Digitalisierung umgehen zu können. Und ganz explizit meint es, dass wir soziale Kompetenzen und Selbstkompetenzen noch stärker in den Vordergrund stellen müssen oder uns wieder ein Stück weit darauf besinnen müssen. Das sind so Fähigkeiten wie Kommunikations-, Kollaborationsfähigkeit, Abstraktionsfähigkeit, Problemlösefähigkeit. Das heißt, die Veränderungen, die auf unsere Art des Lernens und des Arbeitens eintreffen, können wir eigentlich nicht mehr alleine bewältigen. Da gibt es das schöne Zitat von Werner Sauter. Wie können wir Menschen darauf vorbereiten, Probleme zu lösen, die wir heute noch nicht kennen, mit technischen Mitteln, die wir heute ebenfalls noch nicht kennen? Das heißt, wir bewegen uns in unglaublich diffusen Kontexten und wir werden über Kollaboration und Kommunikation eher in der Lage sein, diese zu lösen, als für uns alleine. Das heißt, wir haben uns auf diese Kompetenzen fokussiert, ohne die anderen außer Acht zu lassen, aber das war der Fokus und haben Lernziele formuliert. Und gesagt, okay, was sind die Lernziele unseres Learning Labs? Was müssen Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner oder was sollen sie erreichen, wenn sie beim Learning Lab teilnehmen? Unsere Lernziele waren ganz klar angesiedelt auf der Lernzielebene Entwicklung. Sie müssen Dinge entwickeln. Sie müssen Lösungen entwickeln für die Probleme, die sie im Kontext ihrer Arbeit haben, die sie bei der Konzeption von Lehr-Lern-Prozessen vielleicht haben, um auch zukünftig in der Lage zu sein, zeitgemäße Bildungsprozesse zu konzipieren und umzusetzen. Und auf einer zweiten Ebene wollten wir an diesen Dreiklang ran, nämlich an das Mindset, an das Skillset und an das Toolset. Mindset ist auch so ein Schlagwort, ähnlich wie 4.0. Das geistert überall rum und wir wissen manchmal gar nicht so genau, was das meint. Was wir damit meinen, ist eine Art von Geisteshaltung. Eine Art und Weise, wie ich Dinge angehe. Man spricht auch gern von Open Mindset. Skillset meint die Dinge, in denen wir gut sind, unsere Fähigkeiten, das, was wir können, das, was wir in unsere Arbeit hineinbringen. Und das Toolset ist quasi unser Werkzeugkasten. Also die ganzen kleinen Materialien und Instrumente, die wir benutzen, im Kontext unserer Arbeit, um unsere Ziele zu erreichen und um unsere Arbeit, erledigen zu können. Das waren unsere Lernziele des Learning Labs.
das Herzstück dabei, und das ist so ein bisschen jetzt der didaktische Kniff, ist ein Bildungsprojekt. Das heißt, die teilnehmenden Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner waren aufgefordert, ein eigenes Bildungsprojekt mit ins Learning Lab zu bringen. Man könnte auch sagen, ein Praxisprojekt. Irgendetwas, einen Prozess, einen internen Lern- und Arbeitsprozess oder ein externes Bildungsangebot, was vielleicht mal auf den Prüfstand gestellt werden sollte, was vielleicht nicht mehr so richtig funktioniert oder was eine Erweiterung erfahren sollte. Und zwar hinsichtlich der Fragestellung, wie kann ich diesen Prozess, diesen internen Kommunikationsprozess oder internen Wissensmanagementprozess oder mein Bildungsangebot, wie kann ich das digital erweitern? Und zwar so, dass wir den digitalen Raum als eine Art Booster nutzen können, als eine Unterstützung, als etwas, was diesen Lernprozess besser macht. Und zwar für mich als dozierende Person oder als pädagogisch verantwortliche Person, aber auch für meinen Lernenden, für meine Lernende. In einem ersten Schritt haben wir dann die Teilnehmenden dazu aufgefordert, sich nochmal ganz explizit die Bausteine ihres Lern-Lernprozesses anzuschauen. Also wir kommen aus der Qualitäts- und Organisationsentwicklung und haben uns da an der ISO 29090 orientiert und haben gesagt, okay, Bausteine eines Lern-Lernprozesses, wie sehen die aus? Das ist der Lernbedarf, das ist Lernziel, der Lerninhalt, das ist die Frage nach der Gestaltung, die Frage nach der Umsetzung, sind zwei verschiedene Paar Schuhe, und die Frage nach dem Monitor. Das haben wir aufgeteilt in einen ersten und in einen zweiten Termin. Und wir wollten, dass die Teilnehmenden den Prozess, den sie mitgebracht haben, sezieren. Also ganz genau aufdröseln, aufschneiden, sagen, okay, was möchte ich mit diesem Prozess eigentlich erreichen? Was ist der Bedarf? Was ist eigentlich das Ziel? Was ist dementsprechend der Inhalt? Wie gestalten wir das? Wie stellen wir die Umsetzung sicher? Und haben wir irgendein Instrument des Monitorings oder irgendeine Ebene der Evaluation dort eingefügt? Das ist wichtig, um entscheiden zu können, an welcher Stelle ich diesen Prozess erweitere. Denn wenn ich auf dieser Ebene des Lernziels bin, dann haben wir jetzt schon erfahren, Lernziele sollten sich insofern verändern, als dass wir über eine etwas anders geartete Kompetenzentwicklung sprechen. Nämlich hin zu Kollaboration, Kommunikation, hin zu Entwicklung und Konzeption. Die Frage ist, werden diese Lernziele bereits von unseren internen oder externen Bildungsangeboten und Lernprozessen abgebildet? Oder sind wir noch auf anderen Taxonomieebenen, die noch gar nicht in diese Ebene vorstoßen können? Und wenn das jetzt ein Lernziel ist, was ich gerne erreichen möchte, dann ist die Frage bei der Gestaltung und bei der Umsetzung, wie kommen wir zu diesem Lernziel? Und in welcher Art und Weise kann vielleicht ein digitales Element, eine digitale Arbeitsplattform oder ein Kollaborationstool mir dabei helfen, dieses Lernziel zu erreichen? Wir haben uns, zugegebenermaßen waren das ziemlich hohe Lernziele, und wir haben gewusst, wir müssen mit unserer eigenen Lehr-Lern-Architektur auch etwas machen. Sie wundern sich vielleicht, wieso steht da Lern leer? So ein Stück weit haben wir uns gesagt, Lernen folgt nicht mehr der Lehre, sondern eigentlich ist es jetzt umgekehrt. Die Lehre müsste dem Lernen folgen, denn das Lernen hat sich weiterentwickelt, ist schneller geworden, komplexer geworden, bedient sich verschiedener Ebenen und verschiedener Räume. Aber die Lehre ist irgendwie gefühlt noch ein Stück weit stehen geblieben. Also haben wir das Ganze umgedreht, und deswegen steht da Lern-Lehr-Architektur, das habe ich noch nicht gesagt, nicht, dass Sie sich wundern. Zurück zu unserer Architektur. Wir haben gesagt, wir wollen gerne ein Social Blended Learning Format aufsetzen. Das heißt, Blended Learning kennen Sie alle, eben eine Mischung aus Präsenzformaten und Online-Formaten. Und das Social meint, wir brauchen eine soziale Ebene. Die Teilnehmenden müssen miteinander in den Kontakt. Sie sollen nämlich Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken, Kreativität, also da fließen auch diese berühmten 4Ks mit ein, die Sie nach dem Webinar dann gerne googeln können. Und wir haben gesagt, wir brauchen auch so ein Blended Format, ein Social Blended Learning Format. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben Präsenztermine. Es waren drei an der Zahl, insgesamt hat das Ganze 3 Monate lang gedauert. Aber wir brauchen eben auch einen Booster, wir brauchen auch
einen digitalen Raum, der eine andere Art des Lernens und des Arbeitens möglich macht, in Ergänzung an den Präsenz, an die Präsenztermine. Wir hatten Webinare und das waren Online-Sprechstunden. Das heißt, über die Webinare, diese Online-Sprechstunden, haben wir unseren Teilnehmenden ermöglicht, zwischen den Präsenzterminen Fragen zu stellen. Wo stehen Sie gerade? Was gibt es gerade für Probleme? Mein Projekt hat sich verändert. Plötzlich ist vielleicht ein neues Hindernis aufgetaucht oder ich habe eine Lösung gefunden. Möchte ich gerne kundtun und möchte mir nochmal ein Feedback abholen. Wurde sehr gut angenommen und hat diesen ganzen Prozess des Arbeitens und der Ergebnisherstellung ein Stück weit angetrieben, auf jeden Fall. Und zusätzlich dazu wollten wir noch eine digitale Arbeitsumgebung implementieren. Das heißt, das Ganze war gerahmt von einer digitalen Lern- und Kommunikationsplattform. Da haben wir uns für Slack entschieden. Wenn Sie beim letzten DigiTalk dabei waren, hat meine Kollegin Lisa Ihnen auch schon ganz viel über Slack erzählt und wie man das sozusagen einbinden kann. Wir haben Slack in unsere Lern-Lehrarchitektur eingebunden und haben einen wirklich schönen Arbeitsraum geschaffen, in dem zu verschiedenen Zeiten auf verschiedene Art und Weise miteinander kollaboriert, diskutiert und gearbeitet werden konnte. Am Ende waren die Teilnehmenden dazu aufgefordert, das war Pflicht, eine Abschlusspräsentation zu halten. Und zwar sollten sie ihr eigenes Bildungsprojekt vorstellen. Das heißt, es wurde 3 Monate lang gearbeitet. Ein Lernprozess wurde erweitert, vielleicht komplett erneuert, digital angereichert, komplett digitalisiert oder überhaupt implementiert. Die Teilnehmenden mussten dieses Ergebnis vorstellen. Dann gab es eine kollegiale Beratung. Das heißt, auf Augenhöhe wurde gefeedbackt, wurde gesagt, okay, finde ich gut, finde ich schwierig, habe ich eine Frage noch nicht ganz verstanden. Und dann war natürlich ein ganz expliziter Punkt die Frage nach dem Transfer. Denn wir sind irgendwann wieder weg, das Weiterbildungsangebot ist beendet. Was mache ich denn jetzt im Kontext meiner Arbeit? Vieles geht verloren, das wissen Sie alle auch genauso gut wie ich. Der Alltag hat mich wieder eingeholt, der Schreibtisch ist eh wieder voll. Wie geht's bitte weiter? Auch das war Aufgabe dieser Abschlusspräsentation, denn der Transfer und da schließt sich jetzt ein Stück weit der Kreis. Das Ziel dieser Art zu denken, dieser Lehr-Lern-Architektur, die wir dort implementiert haben und die wir den Teilnehmenden als Ermöglichungsraum zur Verfügung gestellt haben, soll dorthin führen, dass man zu einem Social Workplace Learning kommt. Das heißt, dass ich in der Lage bin, eine selbstorganisierte Kompetenzentwicklung durchzuführen, in meinen eigenen Arbeitsprozessen, wo auch immer ich dort gerade stehe, wie auch immer die aussehen, und zwar im eigenen Netzwerk, zusammen mit anderen, nicht alleine, sondern mit der Möglichkeit, andere Erfahrungen abzufragen, andere Meinungen einzuholen, mein eigenes Tun und mein eigenes Handeln zu reflektieren und eben nicht alleine dazustehen mit den Herausforderungen, wie auch immer sie aussehen mögen. Und das Learning Lab sollte diesen Ermöglichungsrahmen bieten, deshalb auch Laboratory, also eine Art von Labor. Und wenn die Teilnehmenden verstanden haben, wie ich mich in dieser Lernarchitektur bewegen kann, dann verstehen sie es auch, im Kontext ihrer eigenen Arbeit so zu denken, so zu lernen und so zu arbeiten. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie vorbei, weitergelernt.de. Wir schreiben gerade am Heft fürs Learning Lab, es liegt jetzt bei der Grafikerin, also in ein paar Wochen können Sie sich das anschauen und dort finden Sie auch noch ein paar andere schöne Publikationen zum Thema zeitgemäße Bildung, Digitalisierung im Kontext der Bildungseinrichtungen. Und dann bedanke ich mich, dass Sie zugehört haben, glaube ich zumindest. Ja, vielen Dank, lieber Max, für diese wirklich total interessanten Einblicke in euer Brückenformat, das ja so sehr einfach ein Praxisanliegen der Teilnehmer, Teilnehmerinnen in den Mittelpunkt gestellt hat, gell? Also ich habe einfach so stark im
in Erinnerung behalten, so dieses Praxisprojekt im Mittelpunkt wirklich zu verbinden mit den Webinaren, mit dem sozialen Medium auf Slack und so diese Kombination zu schaffen, die ja auch sehr durchdacht ist in der Planung und in der Formatentwicklung, wie du uns das jetzt wirklich auch ausführlich illustriert hast. Danke. Ich sehe jetzt eigentlich im Chat noch gar keine Verständnisfragen, auf die wir unmittelbar eingehen sollten. Ja? Wir hätten einen kleinen Slot für Verständnisfragen und könnten hier dazu diskutieren, was Slack ist, sehe ich als Frage kurz auftauchen, aber darauf hast du ja schon verwiesen und man kann sich sehr gut unter dem Link, den Karin Kulmer gerade im Chat eingeblendet hat, auch anschauen, wie Slack funktioniert. Das ist in der Aufzeichnung des letzten Digitalks enthalten. Ansonsten schaut so aus, als könnten wir mit den Fragen zu deinem Format wirklich bis nach den drei Präsentationen warten und welche Plattformen wurden verwendet? Moodle ist noch eine Frage. Ich denke, die Antwort ist einfach Slack, aber magst du noch was sagen dazu, Max? Welche Plattformen wurden verwendet? Wir haben in dem Kontext Moodle nicht verwendet. Wir brauchten etwas, was ein Stück weit einfacher zugänglich ist. Wir haben Moodle in anderen Kontexten, wenn es um Fragen des Datenschutzes geht oder auch um eine andere Palette an Funktionen. Da ist Moodle einfach unglaublich tief und deckt unglaublich viel ab. Jetzt im Learning Lab waren wir wirklich unterwegs mit Zoom als Webinar-Software und Slack als digitale Lern- und Arbeitsplattform und unsere Präsenzseminare. Offen zugängliche Tools ohne Kosten, aber eben etwas, man muss auf jeden Fall genau auf den Datenschutz achten und sich genau überlegen, wofür möchte ich das Tool nutzen und was sollte ich lieber lassen, weil die Server stehen eben in den USA. Also es sind Unternehmen aus den Staaten, deshalb haben wir da vorher drauf geschaut. Aber vielleicht ganz kurz in aller Kürze, Slack und Zoom waren die beiden digitalen Anwendungen, für die wir uns entschieden haben. Okay, dann sage ich ganz herzlichen Dank, Max, und wir würden dann einfach mit dem nächsten Brückenformat weitermachen und sehen uns dann wieder, wenn es wirklich darum geht, zu diskutieren zu verschiedenen Fragen, die nachher wahrscheinlich alle Formate betreffen werden. Wir beide würden uns jetzt wieder hinter den Vorhang zurückziehen und ich bitte Simone als Diskutantin für das Angebot, das Julia vorstellen wird. Julia Schindler als Medienprofi hat es kurzfristig eben geschafft, uns ein Video zu schicken, in dem sie ihr Brückenformat, nämlich die Micro-Challenges, vorstellt. Und Simone, du bist ja dann da, um darüber zu diskutieren und auch gleich im Anschluss Verständnisfragen zu beantworten. Ganz genau. Hallo, mein Name ist Julia Schindler und ich stelle kurz das Format Micro-Challenges vor, das sowohl digital und analog überbrückt, aber vor allem auch Gewohntes und Ungewohntes und Wissen und Tun. Das Format ist ein Coaching-Format de facto, das durchaus Anleihen an US-amerikanischen Coaching-Situationen nimmt und muss deshalb auch von einem Coach begleitet werden. Das heißt, es ist kein personenunabhängiges Format, kann nicht automatisiert werden, sondern lebt auch davon, dass immer ein Coach ansprechbar ist, um zu motivieren, zu begleiten, bei Problemen zu helfen. Aber das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Ganz wichtig ist zu sagen, dass das Format Micro Challenges, wie bei allen Formaten, nicht für alle Gruppen geeignet ist, auch nicht für alle Lernziele geeignet ist. Es geht dabei wirklich um den Aufbau einer Erfahrungsbasis, im Gegensatz jetzt zu einem, wenn man sagt, wir haben ein Flipped Classroom Format, wo es oft darum geht, eine Wissensbasis aufzubauen, die dann im Präsenzformat, mit der dann im Präsenzformat weitergearbeitet wird. Hier geht es darum, eine Erfahrungsbasis aufzubauen und Handlungskompetenzen zu erwerben. Weniger diese zu üben, sondern wirklich einmal ein bisschen aus der Komfortzone hinausgeschubst zu werden, um auszuprobieren, was ist eigentlich möglich und wie geht es mir damit. Ganz wichtig ist dabei auch ein Ziel dieser Micro-Challenges, dass Zeit für Reflexion da ist. Und zwar weniger als Reflexion in der Gruppe, das ist auch ein Teil, aber auch private Reflexion. Das heißt, ich habe Zeit, diese Challenge im privaten Rahmen zu erledigen und mir dann selber darüber Gedanken zu machen, boah, wie war das jetzt?
Auch diese Reflexion muss vom Coach angeleitet sein. Der formale Rahmen für die Challenges ist ein gleichzeitiger, aber ortsunabhängiger. Das bedeutet, die Gruppe, die dieses Micro-Challenges-Format mitmacht oder durchmacht, je nachdem, wie man sieht, macht das gleichzeitig. Es gibt einen relativ engen Bearbeitungszeitraum von, ich würde jetzt vorschlagen, eine Woche, kann auch kürzer sein, wo eine Challenge erledigt werden muss. Danach kommt die nächste Challenge und die nächste Challenge kommt wieder vom Coach. Also nichts, was automatisch freigeschaltet wird, sondern das wirklich gesteuert wird von einer Person, idealerweise der Person, die dann am Ende dieser Micro-Challenge, dieses Micro-Challenge-Durchlaufs auch die Präsenzeinheit macht, dass das so auch ein personeller roter Faden ist. Ich habe schon gesagt, es bietet sich an, ein Flipped Classroom-Format draus zu machen. Das heißt, die Micro-Challenges sind einer Präsenzeinheit vorgelagert. Es geht aber auch blended. Das heißt, man macht zuerst eine Präsenzeinheit, dann Challenges, dann wieder eine Präsenzeinheit. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nach einer Präsenzeinheit geht, aber habe das selber noch nie ausprobiert. Man müsste vielleicht ein bisschen Anpassungen vornehmen. Das ist der formale Rahmen. Der Rahmen für die Challenges ist, dass es wirklich praktische Aktivitäten sind. Also da geht es nicht darum, ein PDF zu lesen und sich neues Wissen anzueignen, sondern etwas wirklich zu tun. Wenn das eine Programmierschulung ist, geht es darum, ein kleines Programm zu schreiben oder einen neuen Editor auszuprobieren. Wenn das eine Schulung zum Thema E-Didaktik ist, geht es darum, ein neues Tool kennenzulernen und einzuordnen, selbst damit zu arbeiten. Wenn es eine Schulung zum Thema Wissenschaftskommunikation ist, kann man kleinere Aufgaben stellen, Dinge aus der eigenen Praxis zu kommunizieren, wie auch immer. Es müssen also praktische Aktivitäten sein und sie sollten so am äußersten Rand von dem sein, was man vermutet, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen schon können. Also wirklich auch eine Herausforderung darstellen. Das ist die Challenge für den Coach, das herauszufinden. Und da spießt sich es auch öfter. Die Bearbeitungszeit, die man dafür vermutet braucht, sollte eher kurz sein. Also es ist vielleicht eine Stunde, nicht mehr. Das sollte sich relativ einfach oder verhältnismäßig einfach im Arbeitsalltag unterbringen lassen. Die Challenges sind wirklich immer wieder ein kleiner Schritt aus dem heraus, was man schon kann. Die sollten sich also nicht wiederholen. Es ist kein Üben, kein Zurückkommen auf das, was man ja gerade vorhin schon gelernt hat, sondern es ist immer wieder noch ein kleiner Schritt raus. Da geht noch mehr und da geht noch ein bisschen was. Und sie können auch eine soziale Komponente enthalten. Das ist aber eher was, wenn man schon einmal gemacht hat. Das würde ich jetzt für den ersten Durchlauf, den man ausprobiert, eher nicht empfehlen. Das kann nämlich ja ordentlich schief gehen. Das kann kompetitiv sein, also zwei Gruppen zum Beispiel, die gegeneinander antreten, oder dass einzelne Teilnehmerinnen Orden oder Badges oder was auch immer eine Belohnung sein kann, erringen können. Es kann aber auch kollaborativ sein. Das bedeutet, dass die ganze Gruppe aufgefordert ist, eine Challenge gemeinsam zu schaffen und vielleicht einzelne Gruppenteilnehmerinnen und Teilnehmer nur einzelne Informationen haben, wie auch immer man das dann aufbaut. Wichtig ist dabei zumindest für den Coach zu wissen, dass der Fachinhalt hinter die Aktivitäten zurücktritt. Also natürlich kann ich damit auch Fachinhalt vermitteln, ich kann auch ein PDF zum Lesen geben, aber das ist nicht das erste Lernziel dieser Challenges. Das kann man transparent machen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder auch nicht. Wie gesagt, es geht dabei auch um eine Vermittlung zwischen Gewohnten und Ungewohnten. Die Rolle des Coaches ist eine sehr vielfältige, es sind eigentlich mehrere Rollen. Zum einen ist es gut, wenn, also finde ich es gut, wenn der Coach die ganze Challenge-Reihe auch entworfen hat, weil nur er oder sie weiß, auf welche Lernziele sie hin will. Coach hat dann, wenn die Challenges laufen, die Aufgabe, wirklich zu schauen, dass alles eingehalten wird, dass die Abgabetermine eingehalten werden. Er oder sie motiviert, wenn notwendig, und kann auch einzelne Challenges anpassen, wenn Lernende überfordert sind. Wenn jetzt alle Lernenden mit einer Challenge überfordert sind, hat man selber einen Fehler gemacht und sollte es nochmal überdenken, was man da rausgeschickt hat. Aber meistens ist es halt ein kleiner Teil der Gruppe, die das nicht schaffen. Und für die kann man dann die Challenges ein bisschen anpassen oder ein bisschen Hilfestellung geben. Wichtig ist auch, dass Coach die Ergebnisse der Challenges
in die nächste Challenge mitnimmt. Zum Beispiel, indem man einzelne Kommentare, die gekommen sind, hervorhebt in der Aufgabenbeschreibung für das nächste Mal. Oder jemanden, der was besonders Tolles gemacht hat, aufs Podest hebt. Wie auch immer man das macht, die Challenges sollten miteinander Verbindung haben und nicht in der Luft hängen. Und am Ende dieser Challenge-Reihe ist es dann auch die Aufgabe des Coaches, alles in den Präsenztermin zu überführen. Also dort noch einmal einen Rahmen für Reflexion oder Diskussion zu bieten. Ganz, ganz besonders wichtig, und deswegen habe ich es ans Ende gestellt, ist, dass während dieser Challenges laufen, Coach relativ zeitnah ansprechbar ist oder dass man weiß, wann kann man ihn oder sie erreichen. Weil oft werden die Herausforderungen oder Challenges dann am Abend erledigt, dann geht irgendwas nicht und dann ist es sehr frustrierend, wenn man dann niemanden hat, mit dem man sagen kann, hey, das funktioniert nicht oder so. Dann sollte man zumindest wissen, okay, morgen um 8 schaut der oder die sich das dann an und reagiert darauf. Hier ist ein Beispiel, wie eine Aufgabenbeschreibung für so eine Challenge ausschauen kann. Im ersten Teil geht es um die vorige Challenge, da war ein Film anzusehen und Kommentare dazu zu schreiben. Einige dieser Kommentare sind herausgepickt und kommen in dieser Aufgabenbeschreibung wieder vor. Und dann geht es weiter zur Beschreibung der nächsten Challenge. In diesem Fall sind die Challenges in eine Art Geschichte eingebettet. Das kann man machen, ist aber nicht zwingend notwendig. IMOX. Hier ist ein Ergebnis von einer Challenge. Das war eine E-Didaktik-Schulung, wo eine der ersten Aufgaben war, sich über die eigene Bildungsbiografie zum Thema IKT, Computer, EDV oder so Gedanken zu machen und ein Posting auf einem Padlet zu machen, was ein Tool war, das den meisten Teilnehmerinnen damals, das ist jetzt schon eine Zeit her, noch nicht bekannt war. Da ging es jetzt weniger darum, wirklich eine Bildungsbiografie zu reflektieren, sondern mehr darum, ein Posting zu machen. Hier gibt es ein Beispiel, das zeigt, dass die Challenges durchaus auch in ein Setting, Spiele-Setting oder Geschichten-Setting eingebettet sein können. Wie gesagt, kein Muss, aber es bietet sich ein bisschen an. Hier ist ein eigentlich ein ziemlich normaler Test, wo vorher ein PDF zu lesen war und dann einen Test auszufüllen. Da ging es aber weniger um den Inhalt der PDFs, der durchaus auch was mit der E-Didaktik zu tun hatte, sondern mehr darum zu schauen, wie kann ein Test gestaltet sein, welche Fragentypen gibt es und wie fühlt sich das für einen selber an, wenn man zum Beispiel innerhalb des Tests nicht mehr zurückgehen kann. Diese Dinge wurden dann später danach auch nochmal extra in einer Reflexion abgefragt. Dass auch klar ist, bei dieser Challenge geht es darum, wie kann so ein Test ausschauen. Gut, für Lernende bedeutet so eine Micro-Challenge durchaus eine Challenge, also eine Herausforderung. Sie müssen sich nämlich in erster Linie auf Ungewohntes einlassen. Sie müssen sich darauf einlassen, dass irgendjemand, den Sie vielleicht noch nie gesehen haben, sagt, mach jetzt das einmal. Und Sie müssen sich auch darauf einlassen, dass dieser irgendjemand dann sagt, warum hast du das noch nie gemacht? Das ist sehr persönlichkeits- und gruppenabhängig, kann funktionieren, kann aber auch fürchterlich schief gehen. Und je öfter man das macht, desto mehr Erfahrung hat man dann auch im Umgang mit den einzelnen Lerntypen. Wie muss sie Leute ansprechen, dass sie es dann trotzdem tun? Ein weiterer Punkt für Lernende ist, sie müssen wirklich auch was tun. Also es reicht nicht, sich irgendwas durchzulesen oder etwas zu überfliegen, sondern es ist ein Produkt zu erstellen. Man muss aktiv werden und man muss sich da gibt es keine Abkürzung dann. Ich kann das nicht von jemand anderem kopieren, sondern ich muss es selber tun. Dafür haben Sie einen Coach dabei. Der begleitet Sie, bespaßt alle, motiviert Sie und meinetwegen passt auch noch Challenges für Sie an, wenn notwendig. Und diese Person braucht es. Wenn sich Leute auf Ungewohntes einlassen müssen und wirklich auch was tun, dann brauchen Sie jemanden, der sagt, go, 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 geht schon. Ja, und das ist das Micro-Challenge-Format. Ich hoffe, der eine oder die andere hat Lust drauf bekommen, das zu machen und stellt sich der Herausforderung, das umzusetzen. Meine Kollegin wird dann noch genauer auf Anwendungsbeispiele und Praxissituationen eingehen. Ich verabschiede mich hier wieder.
Ja, also ich denke, das war ein Einblick, der einem Live-Referat sehr nahe kommt. Ja. Wir haben eben in kurzer, knackiger Form von Julia Schindler gehört, was es mit den Micro-Challenges als Brückenformat auf sich hat. Ein paar kleine Kommentare sehe ich schon, die als Verständnisfragen aufgegriffen werden können. Es gab eben diesen Hinweis, das ist ein bisschen wie ein Schatzsucheprojekt. Ich kann nur sagen, ja, das ist ein bisschen wie ein Schatzsucheprojekt. So kann das auch sein. Frau Ziemann fragt, sie kann sich noch nicht so richtig vorstellen, wie das kompetitiv funktioniert. Ja, ich weiß nicht, Simone, ob du dazu an dieser Stelle was sagen möchtest. Julia hat ja auch darauf hingewiesen, dass das Kompetitive eher für Fortgeschrittene ist, weil man da ja wirklich, nämlich auch für fortgeschrittene Coaches oder Moderatoren, Moderatorinnen, weil man da ja wirklich sehr gut aufpassen muss, wie man die beiden oder mehrere Gruppen anleitet. Ich weiß nicht, ob du was ergänzen möchtest, Simone. Ja, also es ist wirklich, denke ich, doch relativ schwierig, das kompetitiv zu machen, vor allem am Anfang. Natürlich, da hat die Fragestellerin schon recht, dann müsste man sich ein Punktesystem überlegen. Man könnte aber auch zum Beispiel so tun, dass man sagt, die Gruppe, die eine bestimmte Aufgabe als erster oder die Person, die eine bestimmte Aufgabe als erster löst, bekommt ein Codewort und dann gibt es halt irgendeine kleine Belohnung, man kommt zu einem Video oder solche kleinen Goodies auch. Kann ich mir auch gut vorstellen, genau. Genau. Und dann sehe ich da auch eine Frage von Frau Bolz, die das ähnlich versteht wie eben das Hausaufgabenformat. Und dann gibt es auch gleich schon einen Vorschlag dazu, dass man die Dinge eben sehr innovativ benennen kann. Also eben als Challenge oder Quest, schreibt Chris Hack, möchte man am liebsten sagen, ja, wenn man Quest hört. Also es ist schon ein bisschen anders als bei reinen Hausaufgaben, weil ja meistens eine Challenge in die nächste überführt. Genau, und vor allem Challenge kann man vielleicht doch noch eher nennen, weil halt, weil es eine kleine in sich geschlossene Aufgabe ist, die gar nicht so sehr inhaltsbezogen ist, wie es oft einmal eine Hausübung ist. Also es geht wirklich in dieser Challenge, und das stimmt, da geht es eben auch um diesen Gamification-Ansatz, um den vielleicht noch einmal hervorzuheben, aber es ist einfach im Tun ein kleines Produkt erstellen, und gar nicht so sehr eben jetzt wie eine Hausaufgabe eine bestimmte Übung machen, sondern eben eine Challenge, eine Aufgabe zu erfüllen im praktischen Tun. Und Quest sehe ich da gerade, ist auch ein Vorschlag. Ja, Quest könnte man es auch nennen, genau. Genau, es geht einfach oft darum, dass man etwas, was wirklich eine Herausforderung ist, macht, was einem vorher noch niemand erklärt hat. Anders als bei der Hausaufgabe, da ist es einem ja meistens vorher schon in einer Präsenzeinheit erklärt worden. Bei den Micro-Challenges ist es so, da probiert man was aus, was man jetzt nicht in Präsenz erklärt bekommen hat. Genau. Okay. Jetzt sehe ich da keine Verständnisfragen mehr im Chat. Das würde mich ermutigen, schon zum nächsten Referat überzuleiten, zur nächsten Präsentation. Und würde dich, David, bitten, dass du uns die hybriden Formate, die wirklich über die üblichen Webinare ja hinausgehen oder eine besondere Funktion der Webinare sind, jetzt vorstellst. Und ich ziehe mich wieder zurück dafür. Sehr gerne. Ja, da gab es schon von Birgit vorhin ein paar Worte zu mir. Wir betreiben, das ist auch noch am Rande, die G4 Family und Werde Digital. Das sind zwei Plattformen, auf denen ganz viele Webinare stattfinden. Medienwandel sehr schnell, das ist hier ein Symbolbild dafür, und dieses auch. Und hier geht es schon in Richtung Brücke. Das ist eine meiner Uni-Lehrveranstaltungen in solchen wunderbaren Hörsälen, die ich eigentlich gar nicht mag, weil da stehe ich da vorne. Und alle setzen sich oft ziemlich weit nach hinten. Das ist hier in dem Fall gar nicht so schlimm. Aber wir probieren hier schon aus, das wäre sozusagen auch die Brücke. Wir probieren aus Zoom als Webkonferenzsystem, weil nur die erste Einheit, das erste Treffen findet in Präsenz statt, alles andere läuft dann so. Und wir sitzen dann alle auf einer Ebene, was dann auch die Kommunikation wesentlich angenehmer macht.
Und was auch sehr angenehm ist, ich hab überall dann die Namensschildchen mit eingeblendet. Also wir können uns gegenseitig viel leichter ansprechen, als das in diesem Setting möglich ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch, kann man natürlich auch dann umsetzen oder ja, transferieren in den Erwachsenenbildungsbereich. Wie man es auf diesem Bild sieht, sehr, sehr lebendig. Bis auch persönliche Elemente sind mir auch sehr wesentlich. Mir ist es wichtig, dass in diesem digitalen Format nicht nur jetzt, also in diesem Videokonferenzform, nicht nur Webinare laufen, sondern auch ganz andere Veranstaltungsformen hier, was eine digitale Vernissage. Da haben wir allen Teilnehmenden ein Fläschchen Sekt verschickt. Die haben dann darüber auch getwittert und das ist dann gemeinsam geöffnet worden und hinterher sieht man jetzt hier nicht, ist dann auch noch getanzt worden. Ja, Brücke, das ist eine schöne Brücke in Osttirol, in Lienz. Also Digitales kann natürlich geografische Distanzen überbrücken und diese Formate können auch hinführen, Menschen zu digitalen Bildungsformaten. Das wäre hier ein Beispiel einer Hinführung. Hier war ich eingeladen mit Tobias Albers Heinemann, der hier in Präsenz zu sehen ist. Ich bin auf der Leinwand zu sehen. Eigentlich erstmal nur einen Vortrag zu halten mit Fragemöglichkeit. Gleichzeitig haben aber die Teilnehmenden in Präsenz erlebt, wie dieses Online-Format funktioniert. Und sind angeregt worden, ja, auch an Webinaren teilzunehmen. Und man hätte hier auch natürlich erlauben können oder mit einfügen können, dass die auch einsteigen und ausprobieren, weil einige hatten ja ohnehin ihre ja, digitalen Geräte mit dabei. Das war meine Sicht auf das Geschehen. Also so hat mich das Publikum gesehen und ich habe so die Teilnehmenden gesehen. Was vielleicht auch lustig ist, ich konnte dann auch die Kamera steuern, also selbst steuern. Ich konnte also auf irgendwen nochmal hinzoomen und dann besser sehen, wer stellt da vielleicht gerade eine Frage. Ja, das ist noch ein lustiges Foto von Tobias und mir. Hier noch ein anderes Beispiel, so eines Brückenformats. Da hat die Stadtbibliothek in Salzburg hat eingeladen, an einem Webinar in Präsenz teilzunehmen. Das Webinar ging über Kurrentschrift, also über alte deutsche Handschriften, die man dort gemeinsam gelesen hat. Und das Digitale war, dass es sehr viele Unterstützungsmöglichkeiten auch im Netz gibt, um die Handschriften zu entziffern. Und so haben wir eine nette kleine Gruppe vor Ort auch an das Format herangeführt. Und gleichzeitig gab es auch nochmal 10 Teilnehmende, die online waren und dort mitgemacht haben. Und wir haben versucht, also möglichst gut diese Präsenzgruppe hier mit der Online-Gruppe einzubinden, dass die also wirklich alle in Kontakt sind und miteinander sprechen und arbeiten können. Und Leseübungen gab es und das Ganze hat irgendwie 75 Minuten gedauert und war einfach eine nette Sache. Den Raum werden einige hier kennen. Das ist am BIföB in Strobl am Wolfgangsee und ist ein Foto des EB-Camps, des Barcamps Erwachsenenbildung. War im Mai ungefähr 2019 dieses Jahr. Und ja, mit Zuschaltmöglichkeit von außen. Dort abgebildet ist gerade der Joachim Zucker, der einen Barcamp-Beitrag von außen geliefert hat und mit den Teilnehmenden dann diskutieren konnte. Das ist jetzt ein bisschen stark runtergerechnet. Das ist Wilfried Frey zugeschaltet bei einer anderen Veranstaltung mit so einem lustigen Telepräsenzroboter, der es ihm auch erlaubt, dann an der Veranstaltung wirklich teilzunehmen, auch wenn er gar nicht
da gewesen wäre. In dem Fall war er da, aber wir hatten das ausprobiert. Kann man sich also im Veranstaltungsraum drehen und wenden und mit Teilnehmenden in Kontakt kommen. Hier ist Max, der vorhin gerade, der Vorvorredner, auch zugeschaltet zu einer Veranstaltung, hier nochmal mit großem Bildschirm. Max auch nochmal hier abgebildet, man sieht auch Birgit. Also das sind mittlerweile Formate, die gut funktionieren und das macht eigentlich kaum noch einen Unterschied, ob die dann da sind oder nicht. Genau, vielleicht ein wichtiger Unterschied ist noch, die Kaffeepausen sind ein bisschen schwieriger, aber wir sind dabei, auch gemeinsame informelle Aspekte dort einzubauen. Ja, hier sind Fotos aus Museumsrundgängen. Da haben wir Menschen mitgenommen in Museen, hier sogar gleichzeitig in zwei unterschiedliche Museen. Braucht man ein bisschen Technik dafür. Man kann sogar mit der Drohne aufsteigen. Ja, es ist richtig, also ein Zweck ist natürlich die Überwindung räumlicher Distanz, aber andererseits, glaube ich, auch kann man Menschen zeigen, welche Möglichkeiten es gibt und dass sie dann selbst auch an Webinaren oder an sonstigen digitalen Bildungs- und Begegnungsformaten teilnehmen. Das ist hier ein Beispiel für sehr persönliche Form der Begegnung, die anders nicht so einfach möglich wäre. Man kann Musik machen. Hier war zugeschaltet eine Schulklasse, das war im Rahmen eines Berufsorientierungskurses. Unternehmen, Lehrlinge haben berichtet, Schulklasse hat zugehört und hat Fragen gestellt und andere waren auch noch mit dabei. Das hier war Zuschaltung eines Zeitzeugen aus Israel. Ja, vielleicht noch ein paar Ideen, die damit verbunden sind, kann beitragen zu Regionalentwicklung, weil es eben gar keine Rolle mehr spielt, wo man ist und dann auch an Präsenzveranstaltungen teilgenommen wird. Es geht um Öffnung von Prozessen. Ich poste jetzt mal rein einen Link. Es gibt mittlerweile 2-3 Jahre alt Open Education Framework der Europäischen Union und da wird ganz stark auf diese Prozessöffnung und Transparenz im Bildungsbereich Bezug genommen. Es ergeben sich dann viele, viele Möglichkeiten für Kooperationen, weil man eben die Brücke hat zwischen Einrichtungen. Mit jedem Einsatz dieser Formate erhöht man die digitale Kompetenz der Beteiligten und man braucht nicht mehr Reisen mit allen Nachteilen. Potenzial der Internationalisierung und ja, ein umweltfreundliches Bildungsformat. Gut, vielen Dank. Das war es erstmal soweit. Ganz herzlichen Dank, lieber David, für diese im wahrsten Sinn des Wortes Einblicke, also deine Fotos über Events mit Webinartechnologien sind immer wieder das Eindrucksvollste, um sich wirklich konkret vorstellen zu können, wie das funktioniert, was da alles möglich ist, um wirklich diese Brücken zwischen analogen Treffen, Face-to-Face-Treffen und digitalem Raum verstreuten Teilnehmerinnen an verschiedenen Orten zu schlagen. Also dieser Brückenschlag gelingt mit diesen Technologien wunderbar. Ich habe jetzt auch schon gesehen, es gab so den Vorschlag, Interpretationsvorschlag, es scheint, als ob der vorrangige Zweck dieser Formate eben die Überwindung von räumlicher Distanz ist. Und du hast ja schon ein bisschen was dazu gesagt, ja, es geht stark um die Überwindung räumlicher Distanz, aber es geht auch ums Weiterlernen, ja, hast du selber gesagt, gell? Also die anwesend sind, für die erweitert sich auch ständig die digitale Kompetenz. Es ist schon eine vielfache Brücke. Ja, und
Ich meine, man kann natürlich auch sagen, es geht um Zugänglichkeit. Und dann sind wir schon wieder näher auch bei einer bildungspolitischen Aspekten. Es geht Ja, auch um Zugänglichkeit, genau. wenn etwas Distanz nicht bedeutet, zu nur, überbrücken bedeutet. etwas nicht nur von einem Ort aus zugänglich ist, sondern eben auch vom Internet aus. So ist es, genau. Danke dir. Ich sehe auch einige weitere Verständnisfragen, die im Chat jetzt aber auch schon wunderbar von Kollegen und Kolleginnen beantwortet worden sind. Ich möchte es gleich aufgreifen, um mich bei allen Experten und Expertinnen, die nicht am Podium sitzen, sondern hier in der Diskutantinnenrunde mit Chatten, herzlich bedanken. Es sind schon ein paar Fragen wunderbar beantwortet. Vielleicht möchtest du eine noch ergänzen. Es war so die Frage, wie funktionieren solche Formate mit EDV-Neulingen? Es gab dazu von Tobias Albers Heinemann schon eine Antwort. Ich habe gleich an Smartphones gedacht. Ich weiß nicht, David, mit EDV-Neulingen, magst du da was dazu sagen, solche Formate? Ja, also unterschiedliche Möglichkeiten natürlich des Zugangs. Man kann einfach hinkommen und dann ist es wie eine Präsenzveranstaltung und man kann das miterleben. Und es ist keine technische Hürde, außer eben den Weg dorthin muss bewältigbar sein. Dann kann man natürlich den Weg zeigen, auch in die Technik, wenn sich die Gruppe vor Ort versammelt hat. Man kann über Smartphones, über Tablets, über mitgebrachte Computer einsteigen. Und alle, die es jetzt hier geschafft haben, und das sind 60 und mehr, hier mitzumachen, schaffen es natürlich dann auch bei solchen hybriden Veranstaltungen dabei zu sein. Wobei wir natürlich da jetzt sicher keine bildungsferne Teilnehmerinnengruppe haben. Es ist sicherlich wahrscheinlich schwieriger, wenn man ganz wenig Übung hat. Aber man kann ja am Anfang solche Veranstaltungen wie Bildungsfernsehen nutzen. Ja? Also man kann einfach wirklich mal mit Anleitung, mit einem Techniktest im Vorfeld einfach nur hineinkommen in so einen Raum und vorerst mal nichts anderes tun als zuschauen. Das wäre so ein sanfter Einstieg vielleicht in die Formate. Ja, genau. Ich denke, wir können gut überleiten in den insgesamten Diskussionsteil. Wir sind insgesamt ein bisschen über der Zeit, obwohl alle sich an ihre 10 Minuten gut gehalten haben. Mit dem Diskussionsteil der Veranstaltung möchten wir wirklich noch einmal die Frage an Sie zurückgeben. Worüber möchten Sie jetzt in erster Linie, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, worüber möchten Sie jetzt in erster Linie diskutieren? Und Martina, bitte, wenn du uns die Umfrage dazu einblendest und ich bitte Sie, da jetzt auch wirklich abzustimmen. Was ist für Sie jetzt vorrangig? Worüber möchten Sie jetzt in erster Linie als nächstes in dieser halben Stunde diskutieren? Spezifische Fragen zu den Formaten, Praxisbeispiele oder Stolpersteine, vielleicht auch generell über Brückenformate. Was charakterisiert ein gutes Brückenformat? Oder auch Fragen zur technischen Umsetzung und zum Equipment. Wie schaut es da aus? Ja, ich bitte Sie noch, es haben ohnehin schon die allermeisten abgestimmt. Ich zähle jetzt noch herunter und bitte Sie dann auch die Abstimmung bald wieder zu beenden. Ich gehe runter von 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitte nicht mehr abstimmen. Wir sehen also, es geht ganz stark um Praxisformate. Praxisbeispiele, Entschuldigung, Praxisbeispiele für die Formate. Über die würden Sie gern vorrangig etwas hören und dann schon auch ein bisschen über Stolpersteine und vielleicht auch technische Fragen. Naja, dann möchte ich Sie bitten, dass Sie Ihre konkreten Fragen dazu im Chat stellen und wir beginnen einfach hier am Podium noch einmal über Praxisbeispiele und praktische Anwendungen zu reden. Ich möchte alle Diskutantinnen, Diskutanten ganz herzlich bitten, Simone und Max, euch auch wieder zuzuschalten und sichtbar zu machen hier. Und
Ja, was gibt es denn so an Praxisbeispielen aus euren Erfahrungen beizusteuern? Was wollt ihr da denn vielleicht noch berichten, wie man die drei Formate gut praktisch einsetzen kann? Vielleicht gebt ihr mir ein kurzes Zeichen, wer beginnen möchte, ein bisschen was über Praxisbeispiele zu erzählen. Ja, bitte, Simone. Ich fange gleich an, weil eine Frage auch im Chat gekommen ist, wie ich sehe. Und das würde auch ganz gut passen zu den Praxisbeispielen. Also im Chat ist ja gestanden, ob es um die Herausforderungen der Teilnehmerinnen geht oder um Inhalte zu vermitteln. Und das ist genau der Knackpunkt. Also es geht eben nicht primär darum, bei den Micro-Challenges Inhalte zu vermitteln. Das schwimmt natürlich auch mit, aber hauptsächlich geht es darum, die Teilnehmerinnen vor der Präsenzphase eigentlich schon ein bisschen aus ihrer Komfortzone hinaus zu stupsen sozusagen und da anzuregen, dass sie ins Tun kommen. Also ohne bevor überhaupt einmal das erklärt worden ist, also auch nochmal zu der vorigen Frage, Stichpunkt Hausaufgaben, das sind eigentlich keine Hausaufgaben, das ist bevor es erklärt worden ist, werden schon Challenges gemacht und erst dann kommt man sozusagen in die Reflexion dann später. Und was sind jetzt konkrete Praxisbeispiele? Also inhaltlich ist das ja sehr variabel. Also es hat auch die Julia Schindler schon in ihrer Präsentation angesprochen. Das kann jetzt zum Thema Wissenschaftskommunikation sein, hat sie was gemacht. Ich persönlich war mit ihr bei einer E-Didaktik-Schulung, Programmschulungen zum Beispiel, Fotobearbeitung. Wichtig dabei ist, in der Praxis bei den Micro-Challenges ist es wichtig, richtet sich jetzt nicht primär an extreme Expertinnen und Experten, also es ist wirklich zum Einstieg in ein Thema gedacht. Und das ist einfach wichtig in der Praxis zu bemerken. Also ich glaube, das ist, kann frustrierend sein für Experten und Expertinnen in einer Thematik oder die schon sehr gut programmieren zum Beispiel können, dann wären solche Micro-Challenges vielleicht nicht unbedingt ja, nicht unbedingt so befriedigend sein. Genau, also wie gesagt, Inhalte sind variabel. Wichtig geht es darum, dass die Teilnehmerinnen ins Tun kommen. Vielleicht, danke, vielleicht magst du zur Illustration noch die Tools nennen, die da in dieser Micro-Challenge-Serie, die du mit Julia gemacht hast, eingesetzt wurden. Ja, genau. Also da gab es zum Beispiel ein Padlet, wo sich die Teilnehmerinnen vorgestellt haben oder ihre Erfahrungen reflektiert haben zu früheren Erfahrungen eben mit digitalem Lernen. Da könnte ich mir jetzt aber auch zum Beispiel ein Trello vorstellen. Dann war da ein Mindmapping-Tool zum Visualisieren, zum Assoziieren, das Kaggle. Dann kann man zum Beispiel Etherpads benutzen zum gemeinsamen Schreiben. Man kann diverse Feedbacks und Quiz-Tools verwenden, wie zum Beispiel Learning Snacks oder den Online-Exam Builder. Da gibt es verschiedene, die haben halt verschiedene Funktionalitäten auch. Das muss man sich dann anschauen, je nachdem, was man mit dem Tool dann erreichen möchte. Was die Julia noch auch verwendet hat, war zum Beispiel Learning Snacks. Ich kann mir auch vorstellen, mit einem QR-Code-Scanner, also die Möglichkeiten sind eigentlich sehr vielfältig, je nachdem eben, was ich gern hätte, dass meine Teilnehmerinnen an Handlungskompetenz erlernen. Ja, danke Simone. Ich glaube, damit ist es schon ein bisschen, kann man sich klarer vorstellen und es wird einfach bunter sozusagen im Bild in den Köpfen, was damit eigentlich gemeint ist. Genau, danke. Wie schaut es denn sonst noch aus mit Praxisbeispielen? Wollt ihr noch erzählen, Max oder David? Max, du hast, ja bitte. Ich glaube, ich habe noch gar kein Praxisbeispiel genannt. Bei uns hat zum Beispiel jemand einen internen Wissensmanagementprozess sich als sein eigenes Bildungsprojekt mit in das Learning Lab gebracht. Also Simone hat ja jetzt von ihren Challenges erzählt. Ein Stück weit sind unsere Praxisprojekte auch Challenges. Also jemand sucht sich eine Veränderung aus in seiner eigenen Organisation und packt die an und will die sozusagen lösen, weil vielleicht was schiefgelaufen ist in der Vergangenheit oder weil man etwas überholen möchte oder etwas erweitern möchte. Also ein Stück weit sprechen wir da vielleicht sogar von einer ähnlichen Grundvoraussetzung. Also ein Teilnehmender hat sich das interne Wissensmanagement vorgeknöpft und gesagt, okay, das ist etwas schleppend, zu analog, wir finden unsere Unterlagen nicht,
Keiner weiß, wo das liegt, und hat versucht, das auf eine digitale Plattform zu transferieren. Also seine digitale Erweiterung war eben der Transfer des Wissens in eine Arbeitsumgebung, die zugänglich ist, zeit- und ortsunabhängig. Das war ein Beispiel für was Internes, eine interne Veränderung. Und eine andere Teilnehmerin hat sich ein Fortbildungskonzept gesucht für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, hat gesagt, wir möchten in unserer Weiterbildungsakademie dieses Social Blended Learning, was ich hier gerade erfahren habe im Learning Lab, implementieren und für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ein Social Blended Learning aufsetzen. Das heißt, die starten im nächsten Semester und haben ihre komplette Präsenzphase in so eine Social Blended Learning Architektur gegossen. Das war quasi ihre Challenge. Also das ist transferierbar und denkbar für alle möglichen Dinge, die man intern wie extern verändern möchte. Also sowohl externe Bildungsangebote, das ist, glaube ich, für uns Erwachsenenbildnerinnen und Akteure aus Erwachsenenbildungseinrichtungen total relevant. Was machen wir mit unseren Bildungsangeboten, mit unseren Lernformaten? Wie erreichen wir Lernziele, die wir vielleicht nur über das Analoge nicht so erreichen würden, aber wo die Kombination aus digital und analog uns in ganz andere, uns ganz andere Möglichkeiten quasi bietet. Ja. Ja. Total spannend, danke. Ich möchte hier nur noch einbringen, Herbert Schmidt hat vorhin vorgeschlagen, ich finde, das passt sehr gut, da kann man eigentlich nur bestätigen. Kann man die Challenges so interpretieren, dass sie für die persönliche Kompetenzentwicklung nützlich sind? Ja, natürlich. Also ich denke, das passt bei Max und Simone bei euren beiden Formaten. Natürlich, so ist es. Sie sind für die persönliche Kompetenzentwicklung förderlich. Das ist wahrscheinlich auch die Verbindung zwischen der einen und der anderen Challenge. Ich sehe aber auch gerade noch eine ganz konkrete Frage an dich, Max, weil du eben die Lern-Lehrarchitekturen erwähnt hast. Diese Frage zielt auf die unbedingte Lernendenorientierung und bezieht sich darauf, ja, wer soll und wird den Lernbedarf bzw. das Lernziel definieren und wie wird der Lernbedarf bzw. das Lernziel und die zugehörige Evaluierung identifiziert. Also da sind wir auf dieser auf der Metaebene, aber es ist natürlich ganz wichtig für die Bildungsplanung, wie wird das Ziel identifiziert, das Lernziel und der Lernbedarf. Ja, es ist eine Mischung. Also zum einen ein Stück weit steckt die Antwort ja schon in der Frage. Eine Challenge, die muss ich selber definieren. Ich als lernende Person, weil ich kenne meine Challenge, die kennt jetzt vielleicht eher schlecht jemand Externes. Und was mich wirklich herausfordert oder was ich wirklich anpacken möchte, das muss ich mitbringen in diese Lernarchitektur. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch die, dass wir vor Veränderungsprozessen stehen oder diese Veränderungsprozesse auch schon, das ist ja jetzt nicht erst seit gestern, sondern Digitalisierung und digitale Transformation beschäftigen uns schon eine ganze Weile, je nachdem vielleicht auch in welcher Branche man sich bewegt. Dort gibt es skalierbare und messbare Herausforderungen, aus denen lassen sich wiederum Lernziele ableiten. Also was ich vorhin schon meinte, da gibt es vielleicht auch ein schönes Sammelband dazu. Karin, vielleicht kannst du das noch in den Chat einfügen. Ich weiß, du hast den Link irgendwo. Da wird nochmal hergeleitet, warum sprechen wir überhaupt über Kompetenzentwicklung? Was ist jetzt anders, als es vielleicht vor 10 Jahren war? Und wieso spielen gerade diese personalen Kompetenzen eine übergeordnete Rolle? Also das sind sozusagen Lernziele, die man herleiten kann aus objektivierbaren, messbaren Veränderungen, die sich gerade in unserer Gesellschaft vollziehen. Und die Frage ist dann, wie schaffe ich es als Individuum, eine Herausforderung zu wählen, die es mir ermöglicht oder die mich dazu zwingt, Kompetenzen zu entwickeln, die ich brauche, um digitalen Wandel zu gestalten und die Herausforderung des digitalen Wandels ganz aktiv anzupacken. Ja, wunderbar. Danke dir. Wie immer in solchen Diskussionen,
nähern sich die Schlusszeiten viel schneller, als man das möchte. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, bis wir wirklich abschließen werden. Und ich bitte auch wirklich besonders jene, die eine Teilnahmebestätigung brauchen, noch hier zu bleiben. Möchte aber schon so mit Blick auf die Uhr ein bisschen überleiten dazu, euch zu bitten, am Podium wirklich zu sagen, was ist euch ganz wichtig an den Brückenformaten oder was ist euch auch jetzt nach dieser Einheit, dieser gemeinsamen Präsentations- und kurzen Diskussionseinheit ganz, ganz wichtig. Und David, du hast noch gar nicht über Praxisbeispiele oder deinen besonderen Fokus jetzt in der Diskussionsrunde sprechen können. Magst du bitte einfach dich an dieser Stelle anschließen, mit dem, was für dich relevant ist? Genau, Praxisbeispiele wollte ich jetzt nicht mehr beitragen, weil meine Präsentation bestand ja hauptsächlich aus Praxis. Aber ich denke, dass Teilhabechancen ganz, ganz wesentlich sind und dass diese unterschiedlichen Formen dann der Teilhabe, also es geht nicht nur wirklich jetzt um geografische Distanzen, die man damit überbrücken kann. Wir haben es zum Beispiel hier auch viel einfacher, in Videokonferenzsoftware Untertitel einzublenden oder mittlerweile oder bald automatisch generierte Untertitel, also für Menschen, die nicht gut oder gar nicht hören können oder die nicht gut Deutsch sprechen können oder irgendeine Fremdsprache sprechen oder Menschen, die eben, wie Birgit auch schon erwähnt hat, dann vielleicht erstmal nur im Zuschauerinnenmodus verharren, weil sie gewisse Schwellenängste haben, sich in eine Lerngruppe hineinzubegeben und deshalb vielleicht dann nur mit Pseudonym dann teilnehmen. Also man kann sich ja vorstellen, auch irgendwie eine Arbeitsgruppe oder eine Bildungsveranstaltung oder wie wir machen mit DGV Family Elternbildung, die Herausforderung, mein Kind ist computerspielsüchtig oder mein Kind hat irgendwie eine andere Problemlage, die ja mit der man sich nicht einfach so oft in eine Gruppe begeben mag. Ja, und dann kann man auch Teil der Gruppe sein, aber eben ganz mit großer Zurückhaltung und auch mit Pseudonym. Und dadurch eben Zugang bekommen. Das heißt, da muss es gar nicht mal die geografische Distanz sein, die Hürde darstellt. Kann ich nur unterstreichen und ich sehe auch Herbert Schmidt uns da zustimmen, Brückenformate erlauben und ermöglichen das zeit- und ortsunabhängige Lernen bzw. Kompetenzentwicklung und ermöglichen Teilhabe. Teilhabe, das ist das, was du eben betonst, wie auch immer man das dann definiert. Ja. Also das ist natürlich dann, das wäre wieder eine eigene Diskussion wert, aber es ist auf jeden Fall ein Stück Teilhabe, das auf diese Weise gewonnen werden kann, auch mit niederschwelligen Zugängen und Übergängen. Ja. Genau, mit ein bisschen Begleitung auf die Brücke. So ist es. Simone, magst du dich anschließen? Es ist mehr Zeit als für einen Satz, aber was wäre für dich jetzt so ganz wichtig, auch aus dieser Diskussion und zu den Brückenformaten grundsätzlich dazu zu sagen? Was ist ein gutes Brückenformat vielleicht auch? Ja? Also das ist ein gutes Brückenformat, ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also natürlich passt nicht jedes Format für jede Situation und auch nicht für jede Trainerin. Man muss sich natürlich auch wohlfühlen damit. Und ja, sicher überall, wo Technik im Spiel ist, ist potenziell auch Gefahr im Spiel sozusagen. Es kann was schiefgehen, aber ich glaube, wichtig ist auch bei Brückenformaten, die Fehler nicht nur als Störungen zu betrachten, sondern sie eben auch als Lerngelegenheiten zu begreifen, wo man dann eben zusammen eben weiter Kompetenz aufbauen kann. Und ansonsten ist ein gutes Brückenformat ein Format, das sich an die Zielgruppe passend richtet und das eben vom Lernziel her gedacht ist, also nicht so quasi umgekehrt, also zuerst habe ich das coole Tool oder das tolle Format und dann erst überlege ich mir, was will ich damit, sondern umgekehrt, ich muss mir überlegen, was möchte ich und dann die passende Form dafür finden. Und prinzipiell steht hinter jedem guten Brückenformat auch ein durchdachtes Lehr-Lern-Arrangement, eine Lehr-Lern-Architektur, von der wir heute eh schon gesprochen haben. Und ohne dem geht es nicht. Und eine gute Didaktik lebt eben auch davon, dass man sie dann in der Praxis leben kann, also dass sie praktisch wird sozusagen und nicht nur in Büchern steht und theoretisch
gelehrt wird oder angeeignet wird, sondern eben auch ja, in die Praxis kommt und dadurch eben der Kompetenzaufbau passieren kann. Wunderbar, danke. Das heißt, die Brücke muss praktisch begehbar sein, also sie und ja, genau. Genau, danke. Und die Überlegungen, Architektur im Hintergrund, Herleitung von, also aus den Zielen ist natürlich total wichtig. Damit betonst du eigentlich das, was Max schon vorher ganz stark gemacht hat in der Diskussion und schon uns ganz stark bewusst gemacht hat. Max, magst du auch noch so einen abschließenden Satz sagen oder hast du, falls was offen ist für dich, gibt es ja, ein Abrunden von dir? Ich auch und wir bei der COS mit meinen Kollegen, wir hängen im Moment so ein bisschen an den Lernzielen. Natürlich muss der Einsatz von digitalen Anwendungen dem Lernziel folgen. Die Frage stellt sich nur, was ist, wenn unsere Lernziele die falschen sind? Dann kommen wir vielleicht gar nicht dorthin, wo wir eigentlich hinkommen müssten. Und das ist einfach etwas, wo wir gerade stark diskutieren und wo wir auch den Austausch aus der Praxis suchen. Wie müssen unsere Lernziele denn aussehen? Auf welcher Lernzielebene müssen wir uns bewegen vor dem Kontext Digitalisierung? Und was passiert, wenn wir noch in den alten Lernzielen denken, in Anführungszeichen, wenn wir dann auch die Dinge vielleicht in einer skinnerschen Art und Weise an und bewegen uns gar nicht dahin, wo wir uns eigentlich hinbewegen müssen? Das ist einfach so eine offene Frage, über die wir wahrscheinlich einen eigenen Digitalk halten könnten. Deshalb setze ich da einfach mal einen Punkt oder ein Fragezeichen vielmehr. Ja, wunderbar, danke dir. Ich sehe auch schon die Frage, wann ist denn eigentlich der nächste Digitalk? Also ich nehme diese Anregung gleich ganz praktisch mit. Wir haben die Digitalks für 2020 noch nicht vollständig durchgeplant, aber den nächsten darf ich an der Stelle tatsächlich schon ankündigen. Der ist am 5. März erst im Rahmen des EBMOOC Plus. Wir haben ja wieder einen großen offenen Online-Kurs. Danke, Martina. Einen großen offenen Online-Kurs und der am 4. März startet und im Zuge dessen wird am 5. März der erste Digitalk stattfinden. Der wird sich dann mit dem beruflichen Wandel in der Erwachsenenbildung infolge der Digitalisierung befassen. Also wir diskutieren dann wirklich darüber, was ändert sich für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen dadurch, dass wir in einer Umweltbedingung der Digitalität leben. Wir reden auch nicht mehr so gern von Digitalisierung, weil wir so sehr mittendrin sind, dass unsere Umfeldbedingung digital ist, also Umweltbedingung Digitalität entspricht dem tatsächlichen Geschehen, denke ich, inzwischen besser, obwohl das natürlich ein Prozess ist, der fortschreitet. Wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, viele von Ihnen, von euch, dann auch wieder in diesem Digitalk zu sehen. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle natürlich bei allen Gästen hier am Podium, aber auch bei allen, die da so fleißig gute Links zu tollen bestehenden Entwicklungen gepostet haben. Ich habe natürlich jetzt nicht parallel da überall reinschauen können, aber ein, zwei konnte ich tatsächlich öffnen und war sehr begeistert. Ein paar Mal habe ich den Kommentar awesome gelesen und ich möchte mich anschließen. Das ist awesome, was Sie da gepostet haben. Wunderbar. Gut. Lieben Dank in die Runde. Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen, dann werden wir hier jetzt, bitte Martina, die Umfrage dafür einblenden. Die Umfrage lautet denkbar einfach, möchten Sie eine Teilnahmebestätigung, ja oder nein? Alle, die hier auf Ja klicken, bekunden sich mit Ihrem tatsächlichen Namen auch zum Webinar heute, also zum Digitalk heute angemeldet haben, bekommen die Teilnahmebestätigung zugeschickt. Klicken Sie bitte auf Ja, wenn Sie eine brauchen. Die Zusendung erfolgt noch diese Woche und sollte es irgendwelche Unklarheiten geben, wenden Sie sich bitte an webtalk@erwachsenenbildung.at. webtalk@erwachsenenbildung.at ist unsere E-Mail-Adresse, wo wir wirklich alle Fragen beantworten können. Ich habe auf den EBMOOC Plus schon hingewiesen, vielleicht dazu noch ein bisschen was Genaueres, und zwar die Inhalte,
Es schaut wieder so aus, dass wöchentlich ein Modul freigeschaltet wird beim EBMOOC Plus. Er startet eben Anfang März. Ja. Wer mitmachen möchte, kann sich darauf einstellen, zunächst eben was über Erwachsenenbildung im digitalen Zeitalter zu erfahren, dann eben über Formate und Didaktik. Danach geht es um digitale Werkzeuge. Weiter geht es mit Fragen zu Sicherheit und Datenschutz. Dann mit Fragen zu Lernumgebungen, sozialen Lernumgebungen im digitalen Raum. Wir sprechen dann über kritische Medienkompetenz in einer eigenen Einheit. Dann geht es weiter über offene Bildungsressourcen. Auch über Live-Videokonferenzformate werden wir Näheres erfahren. David wird dabei sein, der hat mit unserer eigenen Einheit dazu gestaltet. Wird noch einmal interessant und auch Technikfragen, die vielleicht heute offen geblieben sind diesbezüglich, die können dann dort beantwortet werden. Und wir werden auch ein Abschlussmodul natürlich haben, wo es dann darum geht, wo kann man weiterlernen, wo kann man uns auch vielleicht persönlich treffen, wo können wir gemeinsam weiterentwickeln. Es gibt aber ganz interessante Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2020 in Kooperation mit dem BIFAP, darunter auch Barcamps. Also wir würden uns wirklich freuen, wenn wir auch live die Chance haben, mit Ihnen gemeinsam wirklich in die Entwicklungsarbeit zu gehen. Hinweisen darf ich auch noch darauf, dass wir wieder zu diesem DigiTalk um Feedback bitten. Wir bitten Sie darum, unseren Online-Fragebogen zu diesem DigiTalk auszufüllen. Wir versuchen ja dazu zu lernen. Bitte geben Sie uns ehrliches Feedback. Das hilft uns dann auch wirklich, uns weiterzuentwickeln. Sie sehen den Link da hier schon von Karin Kulmer im Chat eingeblendet. Gut, es bleibt mir an dieser Stelle nichts mehr zu tun, als ganz herzlich Danke zu sagen in die Runde. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Lieben Dank. Auch hinter das Podium an Karin und Martina. Danke Max, David und Simone. Danke allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Bitte füllen Sie die Online-Feedback-Umfrage auf und bleiben Sie uns bitte treu als Teilnehmerinnen im DigiTalk. Wir freuen uns immer, wenn wir eine große Runde hier bei uns begrüßen dürfen. Thank you.